Moin moin und herzlich willkommen zurück zu The Elder Scrolls Arena. Wir sind hier noch immer am Erkunden im Kristallturm. Und hier sind wieder ein paar Schätze. Und die können wir alle wieder nicht mitnehmen. Warum? Wir haben doch hier noch 60 Kilo, über 60 Kilo, die wir noch tragen können. Warum können wir das nicht mitnehmen? Verstehe ich nicht. 60 Kilo haben wir noch Platz und der sagt nö. Der sagt einfach nö hier. Suddenly you realize that the illegal scroll have been a warning in Trollish. Okay, also sind wir hier bei den Trollen. Ich sehe gerade gar nichts. Nein, nicht, ihr wollt nicht runter. Hallo, wieder hoch. Gibt es hier überhaupt noch einen Weg? Irgendwo? Also. Da ist irgendwo ein Weg. Mal schauen, wo wir jetzt hier ankommen. Vielleicht ist da irgendwo noch eine Tür. Ah, wir kommen hier wieder an. Alles klar. Das heißt, hier durch und dann da rein. Dann kommen wir irgendwo noch mal höher. Ah. Eine geheime Tür. Ja, dann gehen wir mal hier hin. Genau, Fire Dämon. Und dann hoch. Jo, vierte Ebene. Alles klar. Naja, okay, ist ja auch ein Turm, das heißt locker mehr als vier Ebenen. Ah, da sind sie. Attackiert er mich? Hier in dem Raum war nichts. Jetzt wollen wir hier nochmal gucken. Hier haben wir einen Toten, wo wir nichts mitnehmen können, aber auch nochmal Gold. Ach, komm schon, ich... Warum können wir die Bells und so weiter nicht mehr mitnehmen? Aber Kristallturm müssen wir definitiv öfters mal vorbeikommen, wenn wir Geldmangel haben. Hier kann man so viel Zeug abstauben. So, den hier noch. Oh, ich sehe gerade, wir müssen uns wieder healen. Ja, dann schauen wir mal. So, sorry, musste gerade wieder husten. Und hier rein. Er hat auch nichts. Ah, wieder Gold. Den können wir eh nicht mitnehmen. Also versuchen wir es gar nicht mehr. Gehen wir geradeaus oder? Ja, komm, wir gehen mal geradeaus. Ich sehe dahinter noch einen. Komm. So, dann haben wir den. Der hat nichts. Und was mit dem? Auch nichts. Schade, dass hier irgendwie... Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, also... Dass wir die ganzen Schätze hier nicht mehr mitnehmen können.
Außer höchstens vielleicht noch Gold. Ne, warte, wir wollten da lang. Wir wollten hier entlang. Da war auch noch eine Tür. Müssen wir da noch mal später hingehen. So, ich würde sagen, mal wieder Shielding. Hatten wir lange nicht mehr gemacht. So, der hat nichts. Oh. Auf ihm direkt vor die Füße. Nochmal Shielding und Healing. Jo, interessanter Gang. Also der ist tot und hat nichts. Der ist tot und hat nichts. Wo sind wir jetzt? So. Ja, jetzt ist die Frage, wo kommen wir da jetzt an? Wir gehen mal da lang. Natürlich. Eiswölfe gibt es hier jede Menge. Okay. Interessanter Umweg. Da ist wieder ein Toter. Ah, ein Crystal können wir auch nicht mehr mitnehmen. Und das... To enter within, you must find the meaning of this passage. In a marble hall as white as milk, lined with skin as soft as silk. Within a fountain crystal clear, a golden apple doth appear. Now doors there are to this stronghold, yet thieves break in to steal the gold. Sollen das heißen? Bin sofort wieder da, ja? Ich muss mir das mal übersetzen lassen. Ich habe mir das mal übersetzen lassen, über einen Translator wieder. Die Übersetzung lautet: In einer milchweißen Murmel, gefüttert mit seidenweicher Haut, in einem kristallklaren Brunnen ein goldener Apfel erscheint. Zu dieser Festung gibt es keine Türen. Dennoch brechen Diebe ein, um das Gold zu stehlen. Und wenn man das einmal auf Deutsch hat oder in der eigenen Sprache, so wenn man es in anderen Ländern sich das so, dann ist die Antwort klar. Es ist ein Ei. Einfach kann es doch nicht sein. So. Wer greift mich an von hinten wieder Wölfe? Natürlich. Es ist ein Ei. Ja, haben wir, da haben wir den fünften Stab. Ja, wir haben ihn, den fünften. Dann machen wir hier nochmal ein Safe Game auf die 4. Und schauen uns mal an. Digga, wer attackiert mich hier jetzt? Digga. Heal of True und Shielding. Wo kommen die denn auf einmal? Alter Schwede. So, jetzt die Frage, kommen wir da ran? Ja. Adamantium, nein! Wir müssen hier nochmal hinkommen.
Wir müssen hier nochmal hin. Guck mal, wie viele Schätze wir haben, die einfach keine Ahnung, wie viel wert sind. Alter. Wenn wir das nächste Mal pleite sind, wir scheißen drauf, was für Aufträge wir von irgendwelchen Königshäusern kriegen. Wir gehen einfach hier hin. In den Kristallturm. Hier gibt es Schätze ohne Ende. Und wir haben hier noch nicht alles erkundet. Vor allem in einige Bereiche konnten wir bisher noch gar nicht mal hin. Der Drecksviech. So. Wir hätten hier so reich werden können. Ich hätte mir gewünscht gehabt, das wäre genauso wie in Skyrim. So mit dem... Dein Inventar ist voll, du kannst nicht rennen. Oder du trägst so viel und du kannst nicht rennen. So war das, glaube ich. Ich hätte es mir gewünscht, dass es so wäre. Oh, da unten gab es ja noch was. Aber wir kommen von hier nochmal so da. Okay. Will ich aber jetzt mal hier trotzdem nach links. Hier ist eine geheime Tür. Da haben wir sie. Dann wären wir wahrscheinlich zwar etwas langsamer unterwegs. Aber wir hätten dann so... So... Alter! Ja. Okay. Death Game 4 war das. So, hinter uns kommen die Dinger wieder. Hier war doch noch irgendwo einer, oder nicht? Nein? Okay, egal. Dann machen wir das so. Genau, 71. Den Rest können wir leider nicht nehmen. Und da müssten wir auch so rankommen. So, dann noch einmal hier. Healing. Und Shielding. So, da müsste uns jetzt hier gleich irgendwo wieder jemand attackieren. Wir gehen zuerst diesmal hier rum. Ja, komm. Ah. Ja, jetzt kannst du mir nicht, beballern. Du auch nicht, Ha. Pech gehabt diesmal, Oh, nee. Wir müssen hier definitiv nochmal hin. Gibt es noch einen Weg? Irgendwo weiter? Nö. Hier ist das Ende. Der Kristallturm definitiv. Der wird sich lohnen, hier öfters mal vorbeizukommen. So, beide mit einem Schlag. Komm schon. Geh auf. Das hat aber jetzt gedauert. So. Und den Tor können wir auch nicht mitnehmen. Natürlich. Ach, hier ist die Tür. So, jetzt mal schauen. Genau. Und dann müssten wir mal... Eigentlich können wir hier so rum. Ich weiß nicht, ob wir von hier oder von hier überhaupt hier gegenkommen. Aber jetzt stellt sich mir die Frage, wie kommen wir eigentlich auf die andere Seite der unteren Wände? Also... Genau, Kite Shield, hier kommen wir nicht weiter.
So. Müssen wir hier einmal lang. Und nochmal schauen. Genau, hier jetzt rechts. Und dann Richtung Norden halten. Jo, hier kennen wir das schon, aber hier die Tür waren wir noch nicht. Nochmal Gold. Also der Diamantturm, der lohnt sich, die Kristallturm, meine ich. Von allen bisher Dungeons lohnt sich der am meisten. Ja, der hat nichts. Dann schauen wir mal. Ich habe gerade noch mal geguckt, ist überhaupt Mikro an? Weil ich vorhin Mikro ausgemacht hatte, als ich husten musste. Gibt's hier was? Gibt's eine geheime Tür? Keine geheime Tür. Ja, genau. Noch eine geheime Tür. Aber hier gibt es eine geheime Tür, die wir übersehen haben. Okay, wir müssen eben da demnächst mal vorbei oder so. Und wenn wir hier wieder raus wollen, gehen wir hier rein. Geheime Tür. Keine geheime Tür. Oh. Healing und Healing. Jo, geil. 90 Gold, nice. Und hier 10 Gold. Wölfe haben eh nix. Das war's dann wohl hier, hä? Der Raum noch und hier dieser eine kleine Raum. Warte, sind wir hier richtig? Ja, hier sind wir richtig. So, dann schauen wir noch mal. Genau, dann hier vorne. Genau, hier rein. Oh, gleich zwei Stück? Ne. Kann der mal drauf gehen? Hier Schilling. Hä? Stellt sich mir jetzt die Frage, warum war meine Waffe gerade weg? Warte mal. Ring of Shielding. Hat er mir den ausgezogen oder was? So, jetzt müssen wir dahin nochmal. Das heißt, hier unten rum nochmal so und dann gleich die erste Tür rechts. Also nicht hier, sondern noch ein bisschen weiter Süden. Aber jetzt kommst du, jetzt müssen wir den Ring auch noch reparieren.
Nicht hier richtig? Ach so. Da muss ich. You see a small key on the floor of this icy chamber, but other things seem to draw your attention. Heal True. Da haben wir noch einen Schlüssel. Hallo. Heal Key. Und jetzt, wofür brauchen wir den? Nein, hier nicht. Hier müssen wir lang. So, und jetzt müssen wir eigentlich. Okay, hier gibt es nichts, was irgendwie noch weiter runterführt. Außer den da ganz im Norden. Er greift mich hier an. Was willst du denn jetzt? Digga. So. Dann nochmal Healing und Shielding. Your ring is broken. Ach so. Ja. Was? Nein, 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 nein. Hallo. Nein, 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 schnell. Heal True. Und nochmal Heal True. Digga, warum konnte ich jetzt meine Waffe nicht mehr ausrüsten? Bleibt unten. Bleibt unten. Warte mal, ist hier. Achso, der. Jetzt nirgendwo hin, wo ich jetzt wirklich hin will. Gibt's hier nochmal Gold? Ne, nur ein Bracelet. Den wir nicht mitnehmen können. Oh, nicht die Trolle wieder! Die haben mich jetzt aber echt erschrocken. Die haben mich jetzt ordentlich erschrocken. Aber wir brauchen irgendwie einen Weg. Hä? Hinter diese Wand da, auf die andere Seite. So, hier müssen wir jetzt erstmal Richtung Süden. Oh, den ganzen Weg nach unten. Hier fehlt aber jetzt einiges. Was ist da passiert? Nein, nicht runterfallen. Oh, komm. Wieder hoch. Ich steck fest. Jetzt stecke ich hier fest. Toll. Ach nee. Stecke ich hier jetzt ernsthaft fest? Ich stecke hier jetzt fest und komme hier nicht mehr dran vorbei. Weil da irgendein Gegner ist. Ach nee. Nein. Und ich kann hier nichts machen. Was soll denn der Blödsinn immer? Ja.
Habe ich hier vielleicht ein Potion oder sowas? Nee. Kann ich jetzt keinen Levitationszauber machen? Und jetzt stecke ich fest, weil ich ein Gegner im Weg ist, oben irgendwo. Und ich kann mich jetzt gar nicht mehr bewegen. So, nochmal Healing. Ja. Kann doch nicht sein. Shift J kann ich auch nicht machen. Einmal Heal True. Steck ich jetzt fest. Ich kann mich nicht bewegen. Ne. Komm, ich will hier nur raus. Digga. Alter, was soll denn der Scheiß? Jetzt kann... Was soll denn der Scheiß? Wirklich. Jetzt stecke ich hier fest, weil da irgendwo ein Gegner über mir ist. Ja, jetzt muss ich doch hoch können. Irgendwie. Ja. Leckt mich doch. Oh. Toll. Darf ich jetzt den ganzen Weg nochmal von vorne machen bis dahin? Den kompletten Weg. Leckt mich doch. Oh. Kann das Spiel echt scheiße manchmal sein. Hier. Nein, nicht Stamina. Healing. Das Spiel manchmal echt scheiße. Tut mir leid, wenn ich mich jetzt ausdrücke, aber... Das hätten die damals vielleicht mal besser lösen können. Weil das ist absolute Scheiße, dass wenn ein Gegner über dir ist und du dann an solchen Orten feststeckst, dass du dann nicht weiterkommst. So. Jetzt scheiß ich drauf. Wir gehen einfach direkt los, runter. Suchen uns einen Weg. Bin jetzt schade um das Gold, aber ich habe keinen Bock, dass es nochmal so passiert wie gerade eben. Und wegen Gold werden wir so oder so nochmal herkommen. Heal True machen wir mal. Dann war hier irgendwo. Da. Da war die Tür. So. Dann hier. Wir werden hier aber so oder so nochmal vorbeikommen. Denn wir brauchen das Gold. Ah, nicht da lang. Sondern da lang. Dann gehen wir einfach nur raus. Suchen uns den nächstbesten Ausgang. Jetzt stecke ich hier fest. So, da haben wir schon die Treppe. Boah. Dass ausgerechnet der jetzt wieder kommt. Digga, kannst du mal drauf gehen? Heiltränke dürften wir gleich keine mehr haben. Oh. Gold ist wieder da. Amulett, okay. Können wir auch nicht mitnehmen. Toll. Genau, hier jetzt Richtung Norden.
Scheiße ich mal auf die Trolle, die gleich kommen. Renn einfach durch. So ganz schnell hier wieder heilen. Potion of Healing. Hier durchrennen. So, dann würde ich sagen, ab hier sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.